Sollte ich als Mann eigentlich einen Föhn verwenden? Und wenn ja, warum? Und wie funktioniert das überhaupt? Starten wir erstmal mit der Frage, warum eigentlich einen Föhn verwenden? Als allererstes mal besseres Styling. Wenn du deine Haare vorab in Richtung geföhnt hast, geht das Styling wesentlich besser von der Hand. Zweitens, weniger Haarstyling-Produkt. Wenn du deine Haare passend in Richtung geföhnt hast, brauchst du auch weniger Haarstyling-Produkt, um an deine Zielfrisur zu kommen und dementsprechend überlastest du deine Haare nicht mit zu viel Produkt. Eine langanhaltendere Frisur. Die Kombination aus Föhn und korrekt portioniertem Haarstyling-Produkt lässt deine Frisur einfach wesentlich länger gut aussehen. Es gibt noch weitere Argumente für einen Föhn, aber ich denke mal, dass die Argumente ausreichend dafür sind, warum man einen Föhn verwenden sollte. Jetzt machen wir weiter mit dem Wie. Ja, wie benutzt man denn jetzt eigentlich einen Föhn? Grundsätzlich hängt das natürlich von deinem Haartyp ab und von deinem Style ab. Aber auch wenn ich kein Fan von Pauschalaussagen bin, gibt es einige Dinge, die pauschal gelten, wenn man einen Föhn verwendet. Und das sind folgende. Erstens, die Haare müssen feucht sein. Je feuchter die Haare sind, desto besser ist nachher das geföhnte Endergebnis im trockenen Zustand. Das heißt jetzt nicht, dass du mit klatschnassen Haaren anfangen solltest, deine Haare zu föhnen. Nein, die Haare sollten einfach grundsätzlich feucht sein. Handtuch trockenes Haar, sage ich mal, oder Handtuch feuchtes Haar reicht an dieser Stelle vollkommen aus. Aber sie sollten definitiv feucht sein. Das liegt einfach daran, dass je trockener deine Haare sind, desto mehr versuchen sie, in ihren natürlichen Zustand zurückzukehren in Bezug auf Textur und Wuchsrichtung. Aber wenn du deine Haare föhnst, wenn sie halt noch feucht bzw. nass sind, gibst du deinen Haaren nicht die Möglichkeit, in ihre ursprüngliche Position zurückzukehren. Und aus dem Grund kannst du nämlich dann im feuchten Zustand deine Haare in die Richtung föhnen, in die du sie haben möchtest. Zweitens, je mehr Hitze, desto besser die Lage. Umso mehr Hitze du beim Föhnen verwendest, umso schneller legen sich die Haare in die Richtung, in der du sie haben möchtest. Einige Leute haben mich gefragt, Daniel, kann ich auch meine Haare auf höchster Stufe föhnen? Und die Antwort ist, hängt natürlich von deinen Haaren ab. In meinen vergangenen Videos habe ich immer gesagt, Leute, versucht eure Haare auf mittlerer Stufe zu föhnen, weil ihr an dieser Stelle mit der mittleren Stufe am wenigsten verkehrt machen könnt. Wenn sich deine Haare grundsätzlich in einem guten und gesunden Zustand befinden, dann kannst du deine Haare logischerweise auch auf höchster Stufe in Richtung föhnen. Das ist kein Problem. Wenn deine Haare allerdings trocken und eher frizzy sind, dann solltest du auf jeden Fall nicht auf höchster Stufe föhnen, sondern auf niedrigster Stufe. Und die mittlere Stufe ist halt an dieser Stelle der Mittelweg. Falls du da draußen aktuell noch auf der Suche bist nach einem richtig guten Föhn, dann habe ich an dieser Stelle eine Empfehlung für dich. Und zwar der Panasonic EHNA63 mit Nano-E-Technologie, der mir für dieses Video freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde. Und jetzt pass auf, Leute. Beim Trocknen des Haar wird dank der Nano-E-Technologie das Haar gleichzeitig mit Feuchtigkeit versorgt. Bei der Nano-E-Technologie handelt es sich um unsichtbare, ultrafeine, feuchtigkeitsspendende Partikel. Dabei wird Feuchtigkeit aus der Luft entnommen und unter elektrischer Spannung in winzige Feuchtigkeitspartikel umgewandelt und ausgestoßen und beinhaltet somit bis zu 1000-mal mehr Feuchtigkeit als Ionen, wie zum Beispiel bei herkömmlichen Geräten. Die Nano-E-Technologie spendet dem Haar dementsprechend Feuchtigkeit, verhindert Frizz, hemmt das statische Aufladen der Haare und pflegt gleichzeitig auch noch die Kopfhaut. Weitere Anwendungsfeatures des Föhns sind unter anderem die 3 Geschwindigkeits- und 4 Temperaturstufen und die Kaltstufe-Taste. Die ermöglicht es nämlich, den gewünschten Look mit einem kühlen Luftstrom gezielt zu fixieren und die Haarfollikel zu schließen. Außerdem kommt das Gerät mit 2 unterschiedlichen Aufsätzen. Zum einen die Stylingdüse, die sorgt für optimale Kontrolle, und zum anderen der Diffusoraufsatz, der die Luft ideal verteilt, wenn man zum Beispiel sanfte Wellen oder Long stylen möchte. Check auf jeden Fall den Föhn von Panasonic aus. Den gibt es übrigens auch aktuell zum Top-Preis bei Mediamarkt Saturn. Link dazu wie immer in der Box. Drittens, Hitzeschutz. Vor dem Föhn solltest du dein Haar auf jeden Fall nochmal zusätzlichen Schutz geben, und zwar mit einem Hitzeschutz. Das kannst du entweder wie folgt machen, zum Beispiel ein Produkt verwenden, wie zum Beispiel ein Haaröl, was zum Beispiel schon Hitzeschutzelemente inne hat. Das ist nämlich auch super easy in die Haircare-Routine zu integrieren. Oder du nimmst ein spezielles Hitzeschutzspray, was ausschließlich dafür ausgerichtet ist, deine Haare vor Hitze zu schützen, wenn du zum Beispiel sehr frizzy und sehr trockene Haare hast. Viertens, kalt weiterföhnen. Wenn du deine Haare irgendwann komplett trocken geföhnt hast, dann solltest du irgendwann von der warmen bzw. heißen Luft umswitchen auf die kälteste Einstellung und weiter in Richtung föhnen, in der du die Haare haben möchtest, nur dann anstatt mit warmer, mit kalter Luft. Genau wie die heiße Luft die Haarfollikel öffnet, schließt kalte Luft die Haarfollikel wieder, und das trägt dazu bei, dass die Haare dann auch genau so liegen, wie du sie haben möchtest. Und beim Föhnen mit kalter Luft kannst du dann auch den Föhn einfach etwas näher an deine Haare heranlassen, denn das hat einfach einen größeren Einfluss und das schädigt natürlich bei kalter Luft deine Haare auch nicht. Fünftens,
Questions. Haarstyling-Tools zum Föhnen. Da kann ich euch grundsätzlich drei unterschiedliche Tools empfehlen. Je nachdem, was für einen Style ihr persönlich favorisiert, sind das folgende. Erstens eine Skelettbürste bzw. eine Föhnbürste. Damit kannst du halt ideal Volumen ins Haar hineinföhnen. Und so eine Bürste ist auch perfekt für mittellange bis normal lange Haare geeignet. Dann haben wir zweitens eine Rundbürste. Damit kannst du natürlich auch grundsätzlich mehr Volumen ins Haar hineinföhnen. Aber die nutze ich zum Beispiel vorwiegend dafür, um meine Haare zur Seite zu föhnen. Und dann haben wir drittens noch die Paddle Brush. Die ist ideal für längere Haare geeignet, wenn man die zum Beispiel in Richtung föhnen möchte oder auch für seitlich gepflegte Looks, ohne viel Volumen zu erzeugen. Falls ich mal ein Video machen soll zu den unterschiedlichen Föhntechniken, Leute, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Also Leute, um die Frage zu beantworten, ja, jeder Mann sollte einen Föhn verwenden. Und falls dir gerade an dieser Stelle irgendein Mann einfällt, der nicht weiß, wie man so einen Föhn wirklich richtig verwendet, dann teile auf jeden Fall dieses Video mit ihm. Und falls noch jemand kennst, der vielleicht noch einen richtig guten Föhn braucht, ja, check auf jeden Fall den Föhn von Panasonic aus, den Panasonic EHNA63 mit Nano-E-Technologie. Den gibt es übrigens auch aktuell zum Top-Preis bei Mediamarkt Saturn. Link dazu wie immer in der Box. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haareföhnen.